Versuchen die Dickfische an der Wall Street jetzt die Aktienmärkte noch ein bisschen nach oben zu treiben und die Aktienkurse, damit sie dann zu eben diesen höheren Preisen ihre eigenen Aktien an diese Kleinanleger verkaufen können, um dann ein bisschen, naja, ein böses Erwachen mal zu produzieren. Wir erinnern uns, in der ersten Corona-Welle im März haben die Kleinanleger zugelangt und das hat gut funktioniert. Die Kurse sind gestiegen. Die haben richtig Geld gemacht und die denken jetzt wahrscheinlich, das wird diesmal wieder so sein. Wir sind die Allerschlauesten, die Allergeilsten. Wir haben es drauf, wir sind gut. Wir haben gecheckt, wie die Märkte funktionieren. Stocks always go up. Und da denkt sich die Wall Street, ja, eine bestimmte Zeit lang gehen die bestimmt nach oben und sie gehen vor allem dann nach oben, wenn die Einladung besteht, investiert doch eure Stimulus-Schecks in die Aktienmärkte. Aber dann droht jetzt etwas, ein kleines Damoklesschwert, und davon wissen die institutionellen Großanleger, dass dann die Geschichte ein bisschen schwieriger machen könnte. Doch dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst mal an, was da eigentlich jetzt der Fall ist. Wir haben, wie gesagt, diese Stimulus-Schecks in der letzten Woche schon verschickt gesehen oder sogar in der vorletzten Woche. Wird auch in dieser Woche noch passieren. Und Biden hat heute getwittert, ja, die typische Familie mit vier Familienmitgliedern bekommt $5.600 per Scheck. Das ist eine ganze Menge, das ist nicht wenig. Und wir wissen ja, dass um und bei ein Drittel bis die Hälfte, aus Umfragen wissen wir, das soll in die Aktienmärkte investiert werden. Und das hat natürlich auch die Wall Street mitbekommen. Davon kann man ausgehen. Und jetzt ist interessant, dass natürlich diese Stimulus-Schecks nicht nur, wie hier Präsident Biden schreibt, dafür da ist, damit die Leute ein Dach über dem Kopf behalten und Essen auf dem Tisch haben. Für die allermeisten geht es darum, ein bisschen zu spekulieren. Und wir sehen hier diese Spekulationswut etwa bei Penny Stocks. 1,9 Billionen Transaktionen haben wir im letzten Monat gesehen. Das ist mehr als 2000% mehr als vor einem Jahr. Also irgendwie erkennt man da schon einen gewissen Zusammenhang. Da sind die Retail-Trader, die Privatinvestoren, die zocken vor allem billige Aktien, optisch billige Aktien, die also unter $5 kosten. Und wir sehen, was da für ein Volumen der Fall ist. Das ist, so sagt es hier das Analysehaus, das diese Daten erhoben hat, das ist nur vergleichbar mit dem Zeitpunkt kurz vor der großen Depression, damals ja auch eine Euphorie der Privatanleger, die dann weniger gut geendet ist. Es wird diesmal wahrscheinlich nicht so sein, dass es so böse endet, aber es kann eben durchaus sein, dass dann mal eine etwas schärfere Korrektur folgt. Und schauen wir uns mal hier an, die Befragten, Retailer, also Einzelhändler, Autoverkäufer, Airlines und wie sie alle dastehen. Also praktisch diejenigen, die profitieren würden, wenn eben die Menschen ihre Stimulusgelder ausgeben. Da ist die Stimmung großartig, so großartig wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wir sind jetzt auf dem besten Stand im Grunde seit, ja, 20 Jahren. Also die sind richtig optimistisch, die erwarten einen Geldsegen, da kommt richtig viel Geld rein. Das wird teilweise in die Realwirtschaft gehen, aber es wird teilweise wahrscheinlich eben auch in die Aktienmärkte gehen. So viel scheint klar, und wir sehen, wenn wir uns eben mal anschauen, was ist denn gut gelaufen in den letzten Monaten, dann sehen wir hier, Goldman Sachs unterscheidet zwischen Strong Balance Sheet, also guter Bilanz, und Weak Balance Sheet, schlechter Bilanz. Und die mit der schlechten Bilanz sind deutlich besser gelaufen in den letzten Monaten. Zwei dieser Aktien sehen wir hier mit einer sehr, sehr schlechten Bilanz. Auf der einen Seite GameStop und auf der anderen Seite AMC Entertainment. Diese Meme-Aktien, die ja jeder inzwischen kennt, sehen wir heute GameStop minus 6%, AMC minus 13%. Woran liegt das? Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt den Verfall hinter uns haben. Und es sind die Market Maker gewesen, die, weil die ganze Meute an Kleinanlegern eben mit Call-Spekulationen, teilweise mit Naked Calls, also mit ungedeckten Calls auf steigende Kurse spekuliert hat, mussten die mitgehen, um sich abzusichern, die Aktien physisch kaufen. Diese Notwendigkeit entfällt nach dem Verfall letzten Freitag. Dementsprechend wird es erstmal runtergehen, aber es kann sein, dass wir dann nochmal eine Welle nach oben sehen bei diesen absoluten Qualitätsaktien. Also ich wüsste jetzt nichts, was langfristig besser geeignet wäre zur Altersvorsorge als eine GameStop, ein stationärer Videohandel. Und der sagt, wir könnten jetzt mal langsam eine Online-Präsenz aufbauen. Das ist eine spritzige, geniale Idee, wo man sagt, also wenn das nicht die neue Amazon wird, dann weiß ich nicht, wer es wird. Ja? Also das ist natürlich ziemlicher Trash.
Aber wir sehen, dass hier die erste kleine Lektion gelernt werden musste durch die Kleinanleger, dass die Aktienmärkte, die Aktienkurse bestimmter Aktien zumindest nicht immer steigen. Wie gesagt, das kann sich wieder drehen. Heute sehen wir die Verfallserscheinungen im wahrsten Sinne des Wortes. Und Hendrik Becker hat hier mal folgende Chartprojektion aufgezeichnet. Laut der Elliott Wave wären wir jetzt in der B-Welle und würden dann beim S&P 500, um den es hier geht, noch laufen, etwa bis 4037 Punkte. Das wären also so um und bei 90 Pünktchen, wären also gute 2%, die es da nochmal nach oben gehen würde. Why not? Und dann würde eine etwas schärfere Korrektur folgen, die dann unter die 3800er Marke reicht, also mehr als 200 Punkte. Und das wären immerhin dann 5%, gefolgt von einer leichten Erholung. Mal sehen, ob es so kommt. Aber ich sehe momentan durchaus eine große Motivation für die Wall Street zu sagen, hey, ist doch alles schick, wir machen gute Stimmung, lasst uns die Aktienmärkte noch ein bisschen nach oben bringen. Diejenigen, die auf dicken Aktienpaketen sitzen, auch bei Aktien, die vielleicht weniger Value sind, als es den Anschein hatte, die könnten interessiert sein, ihre Aktien zu einem höheren Preis an eben diese kleinen Anleger ausgestattet mit Stimulus-Liquidität zu verkaufen, so zumindest meine Theorie. Insgesamt sieht man aber, dass das natürlich für das Budget der amerikanischen Regierung oder für den Haushalt der USA nicht gerade besonders toll ist. Wir sehen hier, Spending geht massiv nach oben und die Tax Revenues, also die Einnahmen durch Steuern, gehen deutlich nach unten. Das ist der Grund, warum auch der Anleihemarkt ein bisschen nervös ist. Wir haben ja jetzt dann Anleiheauktionen respektive Emissionen. Morgen am Mittwoch und dann Donnerstag 2- und 5-jährige und 7-jährige Anleihen, damit dieses gigantische Defizit eben dann irgendwie refinanziert werden kann. Und hier nochmal eine Grafik, die so ein bisschen den Trend zeigt, wie viel Dollar muss ich aufwenden, nämlich an Schulden, um ein Dollar Wachstum zu erzeugen. Da sehen wir hier, das ist jetzt inzwischen über 5 Dollar. Diese Grafik ist nicht ganz frisch, nicht ganz aktuell. Der Chart ist hier noch weiter nach oben gegangen. Also es ist ein Verhältnis von um und bei 1 zu 5. Also für 5 Dollar Schulden kriege ich 1 Dollar Wachstum. Das ist eine Spitzenquote. Das gilt im Grunde seit den 80er Jahren, das 1980er Jahren, dass die Schulden eben exponentiell schneller wachsen als das Wirtschaftswachstum. Jetzt haben wir dann morgen und übermorgen Jerome Powell. Der hatte sich heute schon geäußert bei einer Veranstaltung der Zentralbank, der Zentralbanken, der BIS. Und da hat er nicht so wahnsinnig viel gesagt, was für die Märkte relevant war. Interessant war aber, dass er über Kryptowährungen gesprochen hat. Einerseits gesagt hat, ja, dass nicht wirklich ein Wertaufbewahrungsmittel, eher ein spekulatives Investment, eine Art Goldersatz, so hat er es direkt formuliert. Und hat auch gesagt, interessanterweise, wir sind nicht in Eile, eine Digital Currency hier zu schaffen. Also praktisch einen Digital-Dollar zu schaffen. Paul hat klar gesagt, also wir sehen diese Kryptowährungen nicht als Konkurrenz zum Dollar, sondern eher als Konkurrenz zu Gold. Und Bitcoin ist ja deutlich besser gelaufen als Gold, wie der eine oder andere von Ihnen vielleicht beobachtet hat. Aber jetzt kommt eben dieses kleine Damoklesschwert. Jetzt ist es ja so, viel mehr Stimulus wird jetzt in nächster Zeit nicht kommen. Das scheint klar. Das war jetzt sozusagen der letzte Rush. Da werden nochmal richtig schön Schecks verteilt. Aber irgendwie muss das ja dann auch mal zumindest teilweise refinanziert werden. Und da haben der Joey und die Janet, die haben da schon spitzen Ideen dazu. Und es geht um Steuererhöhungen und man will vor allem für die Unternehmen die Steuern erhöhen und für die sehr gut Verdiener der amerikanischen Gesellschaft will man die Steuern auch erhöhen. Und das wäre natürlich für die Aktienmärkte jetzt nicht so schick. Also wird erstmal das Zuckerbrot verteilt, nämlich Stimulus. Und dann kommt irgendwann die Peitsche, die vielleicht notwendige Peitsche, denn irgendwie muss ich das ja refinanzieren, nämlich die Steueranhebungen. Und dann wäre vielleicht die Partylaune der Wall Street zumindest teilweise und zumindest vorübergehend leicht gedämpft. Gedämpft auch die Laune bei Häuslebauern. Wir haben heute die eher schwachen Verkäufe bestehender Häuser gesehen. Da liegen einfach, oder es liegt einfach auch daran, es gibt zu wenig Angebot auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite werden eben insgesamt, was die Immobilien betrifft, die Baukosten immer teurer. Hier sehen wir mal, wie viel Lumber, also Bauholz, mit dem die Amerikaner ihre Häuser bauen, wie viel man da für 800 Dollar sich im Jahr 2018 auf seinen Truck aufladen konnte. Und dann ist der fast hinten übergekippt, so schwer war dieses Bauholz. Und jetzt sehen wir, was man aktuell sich dafür aufladen kann. Das kann man fast wegpusten von der Ladefläche. Also wir sehen diesen exorbitanten Anstieg von Lumberpreisen.
Auch das ein Zeichen letztendlich von Geldentwertung, wenn man so will. Anderes Thema, kommen wir zur Türkei. Das war das große Thema jetzt am Wochenende. Erdogan hat praktisch den Notenbankchef ausgetauscht und die Finanzmärkte waren darüber nicht so fürchterlich begeistert. Jetzt ist die Frage, wird die Türkei Kapitalkontrollen einführen müssen? Es geht wohl kein Weg dann da vorbei. Die Société Générale sagt also, das ist ein absolutes No-Go. Wir gehen mit Sicherheit davon aus, dass wir Financial Turmoil, also praktisch einen Sturm, einen Finanzsturm hier vor uns sehen werden. Und dieser Sturm hat heute schon begonnen. Schauen wir uns mal hier die Aktienmärkte in Istanbul an mit einem leichten Abverkauf. Also da ist es leicht runtergegangen und wir sehen hier mal die türkische 10-jährige Staatsanleihe. Die ist heute um fast 4% gestiegen auf jetzt über 17%, muss man sich mal vorstellen, 17% Rendite. Allerdings liegt die Inflation in der Türkei schon über 15%. Das relativiert die ganze Geschichte, aber es ist ein massiver Spike, ein massiver Vertrauensverlust, der hier der Fall ist. Die Türkei ist praktisch die Achillesferse der Emerging Markets, aus meiner Sicht das schwächste Glied. Da ist das Risiko immens, dass hier etwas mal in die Luft fliegt. Wir werden sehen, ob das der Fall ist. Man wird natürlich versuchen, seitens der türkischen Regierung da dagegen zu arbeiten, aber das kann man eigentlich nur, wenn man Devisenreserven hat, also praktisch dann die türkische Lira kauft, um und Dollars verkauft zum Beispiel, um die türkische Lira zu stabilisieren. Aber das wird immer schwieriger, denn die Devisenreserven sind weitgehend aufgebraucht. Und jetzt kommt noch dazu, dass durch diese ganze Tourismusgeschichte auch viel weniger Devisen ins Land kommen. Es ist ja zum Beispiel so, dass ja Hunderttausende Türken alleine aus Deutschland ja immer in die Türkei reisen, im Sommer nach Hause fahren oder zu ihren Verwandten fahren, wie auch immer. Und da natürlich dann Euros in türkische Lira tauschen, das war schon immer ein Faktor. Ein Freund von mir hat das in den früheren Jahren immer genutzt. Der ist dann türkische Lira long gegangen und Euro short zum Beispiel kurz vor der Sommersaison, weil er diesen Mechanismus gecheckt hatte. Jedenfalls wird da wenig Unterstützung kommen, denn es dürfte sehr wahrscheinlich sein, dass da wenig Tourismus stattfinden wird in der Türkei angesichts von Corona. Und Tourismus auch großes Thema hier in Deutschland und diese Pandemiewelle. Es sieht danach aus, als würde jetzt mindestens bis zum 18. April der Lockdown anhalten. Ich hatte heute Morgen schon in einem Nebensatz versucht zu erwähnen, wie begeistert ich über das Krisenmanagement der deutschen Bundesregierung bin. Jetzt will Scholzi, auch genannt der Scholzomat aus Hamburg, will jetzt nochmal 60 Milliarden an neuen Schulden aufnehmen. Ja, so eine Pandemie, die kostet Geld, gar keine Frage. Und jetzt hat die Bundesbank gesagt, also das wird die deutsche Wirtschaft doch schwerer belasten. Und wir werden dann sehen, dass wahrscheinlich im ersten Quartal 2021 die Wirtschaft deutlich geschrumpft ist und jetzt auch die Aussichten für das zweite Quartal deutlich eingetrübt sind. Denn diese ganze Geschichte, die zieht sich letztendlich ja immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und wir haben das Gefühl, es ist irgendwie täglich grüßt das Murmeltier. Es nimmt irgendwie kein Ende. Aber möglicherweise sind auch die Amerikaner ein bisschen zu optimistisch. Jetzt hat New Jersey gesagt und auch der Bundesstaat New York wird es wohl sagen, wir werden jetzt nicht wie geplant weitere Öffnungsmaßnahmen machen, sondern werden das erstmal nach hinten schieben, denn wir haben hier ein Problem mit dieser Mutation. Möglicherweise stehen die Amerikaner eben auch vor der nächsten Welle. Klar, die sind mehr geimpft, aber dennoch, da ist eben diese Mutation der Fall aus UK und aus Brasilien. Das könnte dafür sorgen, dass die optimistischen Wachstumserwartungen für die US-Wirtschaft dann doch möglicherweise nicht eintreten. Und abschließend noch politisch sehen wir, dass die USA und die EU sich jetzt geeinigt haben, China zu sanktionieren oder bestimmte Leute in China, die für diese Uiguren-Genozid, wie es da wörtlich heißt, verantwortlich sind. Und die Chinesen haben schon sehr hart und sehr harsch verbal reagiert. Die haben gesagt, dann werden wir Gegensanktionen erlassen. Also wir haben jetzt so eine Art Handelskrieg 2.0, der sich entzündet an einer politischen Frage, nämlich die Uiguren. Hongkong schwebt da noch im Hintergrund. Das hat sich China ja ziemlich kess einverleibte, kann man sagen, entgegen bestehender Verträge. Und das hat man natürlich nicht vergessen in den USA und auch nicht in der EU.
Und auch die Briten haben es nicht. Dementsprechend scheint hier auch ein bisschen Gewitter aufzuziehen. Aber sei es wie es sei, es ist also durchaus möglich, dass wir möglicherweise bis Ende jetzt des Monats, also noch eine gute Woche, steigende Aktienkurse sehen. Der S&P 500 über die 4000er Marke steigt und dann plötzlich die Peitsche kommt nach dem Zuckerbrot, dass dann Joe Biden sagt, ja, wir haben schön Stimulus ausgeschüttet, aber jetzt müssen wir mit der Steuerschere was machen. Und dann die gesamte Geschichte etwas weniger lustig wird. Wir werden sehen, wie es sich ausgeht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Wall Street nicht denselben Fehler machen wird wie im Frühling 2020, als die Privatanleger viel erfolgreicher waren als die Dickfische an der Wall Street. Das wird man sich nicht ein zweites Mal bieten lassen und wird sie schön reinlocken und sagen, kauft, 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 da kriegt ihr wunderbar günstige Aktien, die wir an euch dann verkaufen, und möglicherweise haben diese Herrschaften dann schon ganz anderes vor in der Zwischenzeit. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und so, Servus und Ciao.